Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Drachensang am Fluss der Zeit. Und nachdem wir jetzt vor den Horden des Namenlosen geflüchtet sind, machen wir es uns jetzt ein bisschen im Jagdrevier gemütlich. Wir haben sogar eine Quest bekommen, Jagd allerlei, scheint eine mehrteilige Jagdmission zu sein. Als erstes sollen wir Hirschkäfer töten und die Bäume kahl fressen. Hier steht sogar: Käfer fressen die Bäume in Jagdrevier kahl. Damit die Jagdgesellschaft nicht durch ein abgefressenes Tal reiten muss, soll ich die Käfer beseitigen und den Wug nach erfolgter Kammerjägertätigkeit erneut aufsuchen. Die Käfer sollen sich südlich vom Jagdsitz aufhalten. Das ist kein Problem. Für uns jedenfalls nicht. Denn wir haben schon so oft Hornkäfer und anderes Viehzeug erledigt. Die Wildschweine will ich erst einmal nicht. Ich will direkt die Schröter, genau. Riesenhirschkäfer, großer Waldschröter. Einbeeren. Paradies. Vor allem nachdem wir so viel Einbeersäfte beim letzten Mal verbraten haben. Ja? Ja? So, ihr geht alle mal auf verschiedene Ziele los. Pyrus hilft mir bei meinem. So, das dürfte ja ziemlich schnell gehen dann eigentlich. Geht's eigentlich auch? Na? Nein, du sollst nicht aggressiv sein. Ja. So. Zusammenhalten! Genau, schöner Schlag. Hm? So, erster großer Käfer tot, zweiter ist tot. Und der letzte, den kriegen wir eigentlich ohne was kaputt. Genau. Ja. So, jetzt kann Pyrus sich aber über die Reste hier machen. Vielleicht müssen wir dem wirklich irgendwas bringen. Ich mach das schon. Ja, wir kriegen jede Menge Zangen auf jeden Fall. Wenn wir dem nämlich wirklich etwas bringen sollen, als Beweis, dass wir es getötet haben, sollten wir auf jeden Fall etwas sammeln. Ein Dachs? Hm. Den lassen wir jetzt auch erstmal leben. Der bewacht nämlich nur Bleichmohn. Nichts töten, was nicht unbedingt getötet werden muss. Auch wenn wir hier uneingeschränkte Jagderlaubnis haben. Wir sind immer noch ein Geode. Also ein Naturfreund. Und haben Feieres noch. Mit dem Pack. Da sind noch mehr große Waldschröter. Also umgeben wir erst einmal die Wildschweine. So gut wir können und machen uns auf die Schröter drauf. So. Die kriegen dann auch gleich ein bisschen mehr Feuer ab. Ja. Für den Kaiser! So. Voll Minikus von mir. Oh, da greift der Spider direkt ran. War ihr? Na? Da könnte Vorbremshochschlag mal helfen. Oh, ich habe eine Wunde. Die kann mir Feieres doch wegheilen. Oh, da kommen noch mehr große Waldschröter. Balsam Salabunde. Sehr schön. Jetzt hat Vorgrim eine Wunde. Ja. Können wir ihn auch gleich wegheilen. Ja. Ah, du machst einen Gegensturm. Und dann müsste das erledigt sein, genau. Ei. Gut. Gut. Aber sicher. Wird gemacht. Dann schnappen wir uns noch hier die Einbeere, nachdem wir die ganzen Zangen haben. Ja? Und noch mehr Zangen. Wird gemacht.
Das Jagdgebiet scheint ja nicht wirklich groß zu sein. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Nö, hier geht es doch noch wahrscheinlich darum und dann ist da nicht mehr besonders viel. Ich finde das immer noch so wichtig, dass es etwas reinzoomt, wenn man den, wenn man einen Zwerg auswählt. Oh, dieses Bild hier ist wirklich ein bisschen entspannend. Guckt euch das mal an. Schönes Wasser. Schöne Wasserspiegelung. Hier würde ich gern mal Urlaub machen. So, das müsste es mit den Schrötern gewesen sein, denke ich mal. Die Wildschweine lassen wir nach bester Möglichkeit in Ruhe. Die haben uns ja eigentlich nichts getan. Höchstes Volk hat Hunger. Aber ansonsten... nicht unbedingt etwas töten, was nicht getötet werden muss. So. So, Herr Vogt, wir haben Ihre Käferplage beseitigt. Was kriegen wir denn dafür? Was ist euer Begehr? Ich habe die Riesenhirschkäfer getötet. Ich nehme an, ihr erwartet eine Belohnung. Ihr nehmt. Und sucht mich erneut auf, wenn ihr in der Gegend seid. Ich rechne damit, dass sich eine Vielzahl an Problemen ergibt, bei denen ich Hilfe benötige. Gibt es immer auch im Jagdrevier eine besondere Beute, die es zu erlegen gilt? Fragen wir ihn gleich nochmal. Unglücklicherweise muss ich euch da enttäuschen. Meines Wissens treibt sich zurzeit nur das übliche, ordinäre Getier herum. Nichts Neues, schade. Heißt der Jagdmeister vielleicht was? Möge Firun euch auf der Jagd gnädig sein. Ab dann gibt es bei der Jagd etwas Besonderes zu beachten. Achtet darauf, dass ihr in der Wildnis ausreichend ausgerüstet seid. Wenn ihr Bedarf habt, könnt ihr bei mir eure Ausstattung vervollständigen. Nee, den Bedarf haben wir nicht, danke. Und du hast wirklich nichts was weiter? Was ist euer Begehr? Unglücklicherweise muss... Okay, dann erkunden wir das Jagdgebiet mal so weiter. Wir lassen die Wildschweine dann mal in Ruhe. Jagd allerlei. Gibt's im Augenblick nichts zu tun. Wirselkräuter. Eine Yoruga, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir brauchen nämlich unbedingt noch mehr Heiltränke. Vor allem, wenn wir wieder... wenn wir uns wieder in diese Elfenstadt da wagen und uns mit den Horden des Namenlosen anlegen. Genau. Einbären, Bleichmohn, hier geht's lang, hä? Ja, da scheint ein Durchgang zu sein in den Wald hinein. Der sieht etwas dunklerer aus als der Rest hier. Haben wir hier alles erkundet? Naja, so gesehen schon. Da sind noch mehr Wildschweine, die können wir aber in Ruhe lassen. Kommen wir noch an die Einbeere ran, ohne dass uns die Wildschweine aggressiv werden. Ja, kommen wir. Wildschweine sind ja eigentlich nichts Bedrohliches. Und nur Zeitverschwendung. Wir haben den Hohlweg gefunden. Ja, der ist hier, der Hohlweg. Heißt das nicht normalerweise Holzweg? Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich vielleicht hier eine Raune finde. Stinkmarder. Aber ich finde schon mal Einbeeren. Einbeeren sind auch gut. Einbeeren und noch mehr Wildschweine.
Nö, mit denen legen wir uns nicht an. Vielleicht eher mit den Stinkmardern. Orglinwurz, Würselkraut, noch mehr Orglinwurz. Noch eine Einbeere können wir da lassen. Wie viele Einbeeren habe ich denn jetzt schon wieder mittlerweile? Ah, 39. Reicht schon fast wieder für 4 Einbeersäfte. Das Heilmittel gegen jede Wunde. Jede kleinere Wunde. Platzwunden, Verbrennungen. Der holen wir. Orks? Orks. Orks. Ja, ich hab's jetzt dreimal gesagt, weil ich so überrascht bin. Ja. Attacke! Ei. Noch mehr Orks. War ihr! Das sollten wir vielleicht mal dem Vogt melden, sobald wir diese Orks beseitigt haben. Dass ich auf seinem Grundstück Orks bleibe. Ziemlich leichte Orks, aber es sind Orks. Du kannst mal damit Ardo helfen. Das sind Orks und Orks sind Erfahrungspunkte eigentlich. Und Beute. Mal sehen, was habt ihr hier Schönes dabei? Schleifsteine. Waren es nicht 4 von eurer Sorte? Das war ein Ork-Bogenschütze. Hier müsste noch ein Ork irgendwo rumliegen. Ja, genau, da liegt ein Ork. Der hat Salbenfett dabei. Aber gut, gleich mal zum Jagdgrundstück zurück. Ich sollte dem Vogt davon berichten. Ob der weiß, dass hier Orks rumstreuen. Hättet ihr die Güte, mir kurz euer Ohr zu leihen? Ich habe eine schlechte Nachricht. Natürlich. Was auch sonst. Ja, du hast Orks auf deinem Grundstück. Was gibt es denn? Mein Jagdmeister hat ungebetene Gäste ausgemacht. Einige Orks haben sich im Revier eingenistet und den hinteren Teil der Ländereien mit einem riesigen Schlagbaum blockiert. Könntet ihr euch darum kümmern? Schlagbaum? Wollen die Orks Zöllner spielen? Aber nee, ich glaube eher Wegelagerer. Kein Problem, mir sind schon einige von ihnen begegnet. Die übrigen werde ich auch noch beseitigen. Ja, sind wir so nett. Möge Firun euch auf der Jagd gnädig sein. Hast du sonst noch was für uns? Was ist euer Begehr? Unglücklicherweise. Nein, du hast immer noch nichts. Bitte. Überrascht mich mit. Ich habe noch nicht alle erledigt. Okay, wir können ihm noch nichts Neues berichten. Dann geht's wieder ab zum Hohlweg. Tja, Orks. Warum auch nicht? Endlich mal wieder was Bekanntes, Handfestes, worauf ich mich freuen kann. Ich habe mich ja schon die ganze Zeit darüber gewundert, dass es weder Orks noch Goblins hier in dem Gebiet gibt. Hä? Uah. Ja? Das ist fies. Ich habe hier Orks gesehen, oder? Ja, hier sind Orks. Die kommen da runtergestürmt wie Orks eben. Du auf den Orkschützen da oben. Ei. Weiche. Du auf den anderen Orkschützen. Ja. Fruchtschlag. Ja. Du dich unbedingt auf den gleichen Ork-Klingenschwung. Das sind in Anführungszeichen nur Orks. Ganz normale Schwarzpilze. Ei.